Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Wie ihr seht, es ist nachts, deswegen ist es hinter mir jetzt nicht ganz so hell, außer halt das Licht, das ich angemacht habe. Und man kann mich auch ganz gut erkennen und ich sehe nicht aus wie ein Zombie. Das ist ganz cool, das gefällt mir. So, neues Aufregevideo. Wird mal wieder Zeit. Es wird mal wieder Zeit. Ich habe lange überlegt, worüber ich mich diesmal aufregen kann. Da ist mir aber das letzte Mal spontan etwas eingefallen, etwas aufgefallen, als ich mich mit einer anderen Person unterhalten habe. Und zwar das Thema, ich streiche es direkt durch, damit ich weiß, ich habe es. Dinge, die zu klein sind für große Menschen. Ich weiß nicht, ob man es merkt, ob man es gesehen hat, aber ich bin sehr groß. Ich bin knapp 1,90, um genau zu sein 1,88. Aber 1,90 bzw. knapp 1,90 klingt viel geiler. Egal. Auf jeden Fall bin ich dementsprechend groß und es gibt so viele Dinge auf der Welt, die sind einfach viel zu klein für etwas größere Menschen, wie zum Beispiel Schatten. Schatten ist oft viel zu klein für mich. Warum? Kleines Beispiel, als ich damals noch meine Ausbildung gemacht habe und von der Ausbildung, also von Punkt A zu Punkt B gelaufen bin im Sommer, wenn Sonne sehr heiß war, dann bin ich da immer einen Weg lang gelaufen, dann kam eine Mauer neben dem Weg und die hat wohltuenden Schatten gespendet. Das Problem war nur, dass die Mauer so klein war, dass mein Kopf in der Sonne war. Das heißt, ab hier ungefähr, so ab hier ungefähr oder ab hier ungefähr, ja ab hier ungefähr, bis nach unten zum Boden, total schöner Schatten, war ganz geil bei 100 Grad im Schatten, aber der Kopf war in der Sonne. Da frage ich mich doch, wer hat die Mauer gebaut? Ich meine, wenn ich logischerweise meinen Kopf im Schatten habe, dann kann ich ja auch über die Mauer drüber schauen, dann bringt die Mauer nichts, da kann ich einfach drüber klettern. Sinnlos. Man hätte die Mauer also einfach noch einen Tick größer machen können, dann wäre auch der liebe Paxis im Schatten und ihm würde nicht so warm werden. Aber Schatten ist natürlich nicht das einzige Problem, was viel zu klein ist. Ich meine, dagegen kann man ja relativ wenig machen bei solchen Sachen, es sei denn, man hat halt einen Sonnenschirm oder sowas. Aber Decken. Decken ist genau das Gleiche. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bin jemand, wenn ich schlafe, dann möchte ich, dass einerseits meine Füße komplett zugedeckt sind. Am besten kann ich meine Füße noch in die Decke eingraben. Also wenn wir jetzt einfach mal ein Beispiel nehmen. Wir stellen uns einfach mal vor. Nee, das nehmen wir nicht. Wir stellen uns einfach mal vor, das ist eine Decke und die Hand ist mein Fuß. So. Dann will ich logischerweise, verdammt, so, dann will ich logischerweise, dass diese Hand komplett zugedeckt ist, ne, logisch. Und am allergeilsten, wenn ich den Fuß dann noch so reinpubbeln kann, so, ihr seht, so ungefähr, ne. Wenn der Fuß dann noch so die Decke umschlagen kann, richtig geil, dann fühlt man sich einfach total wohl. Ich möchte also einerseits meine Füße komplett zugedeckt haben, andererseits möchte ich aber auch die Decke, stellen wir uns vor, das ist wieder die Decke, andererseits möchte ich aber auch die Decke über mich ziehen können, so, dass ich quasi komplett zugedeckt bin bis zum Hals, dass ich also komplett drunter kriechen kann und ich möchte auch nicht dabei wie ein Embryo unbedingt immer liegen müssen und extrem zusammengekauert, sondern ich möchte vielleicht auch mal meine Beine ausgestreckt lassen. Also passen wir zusammen, die Füße müssen komplett zugedeckt sein, es darf nichts rausschauen, es darf auch kein kalter Luftzug reinkommen, das nervt. Dann muss die Decke bis nach oben gehen, dass ich auch meine Schultern und sowas ohne Probleme zudecken kann und komplett drunter kriechen. Und drittens, ich will nicht die ganze Zeit zusammengekauert da liegen, sondern ich möchte meine Beine auch mal ausstrecken können. Das bedeutet, die Decke muss lang sein. Die muss sehr lang sein. Und ich sage mal so, Standarddecken sind einfach immer zu kurz. Ich kann mit Standarddecken das einfach nicht machen. Ich weiß nicht, wer hat solche Decken erfunden? Waren das Zwerge? Waren das Elfen? Waren das zwergische Elfen? Ich weiß es nicht. Die Menschen waren definitiv zu klein oder damals in den Tropen, da musste man sich halt nicht zudecken, da war es nicht so kalt, deswegen war es egal, ob die Decke kurz oder lang ist. Oder die Leute haben kein Problem damit, wenn ihre Füße rausgucken. Das ist eigentlich direkt wieder so ein Thema. Wie kann man denn bitte schön die Füße rausgucken lassen? Das nervt doch extrem. Dann werden die kalt, man muss aufs Klo, man kann nicht weiter schlafen, man fällt hin auf dem Weg zum Klo und stirbt, weil man sich, bam, den Kopf kaputt gemacht hat. Ist also uncool. Ungenuss, besser gesagt, Ungenuss, extremer Ungenuss. Also, Decken sind viel zu kurz für große Menschen. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich werden sich die kleinen Leute von euch jetzt fragen, was hat der Mann für Probleme? Muss er vielleicht mal zum Doktor? Ihr könnt das nicht nachempfinden, ihr seid einfach nicht groß genug dafür. Tut mir ja sehr leid, aber
ist einfach eine Tatsache. Aber wie gesagt, kleine Leute haben es im Normalfall einfacher. Sie brauchen weniger Platz. Sie können sich mit allem Möglichen zudecken. Da reicht ein Kissen und die sind komplett unten drunter. Sie brauchen auch weniger Platz bei einem Sofa oder ähnliches. Jeder kennt das. Man geht irgendwo hin, Party machen, hat vielleicht diesen Luxus, dass man da pennen kann, irgendwie auf dem Sofa oder auf dem Boden, wo auch immer. Aber wenn man das Glück hat und auf dem Sofa pennen darf, dann ist das Sofa auf jeden Fall zu klein. Dann ist es einfach zu kurz, dass man entweder seinen Kopf so halb gegen die Wand oder einer riesengroßen Armlehne drückt oder die Beine baumeln irgendwo runter, gucken irgendwo oben drüber. Also man hat auf jeden Fall als großer Mensch oft Probleme bei den Sofas, weil viele Sofas einfach zu klein sind und es ist sehr unbequem. Da schläft man sehr schlecht und wenn man dann auch noch viel getrunken hat, gibt es am nächsten Tag noch viel eher einen dicken Kopf. Deswegen kleine Sofas auch sehr nervig. Auch sehr, sehr nervig. Auch sehr, sehr nervig. Also die einzige Decke, die bisher lang genug war, standardmäßig, war im Ritz-Carlton in Berlin. Ein schönes Hotel, kann ich nur empfehlen. Geht da mal hin. Die haben schöne, lange, geile Decken. Da schlafe ich gern. Und natürlich ich selbst. Ich habe auch eine coole, lange Decke. Wer mal eine coole, lange Decke haben will, da kommt mal hierher zu mir und dann guckt er sich die an. Kann ich nur empfehlen. Also wie gesagt, es gibt zu viele Dinge, die sind einfach zu klein. Das Einzige, was irgendwie nicht zu klein ist, sind Türen. Türen hatte ich eigentlich auch nicht so oft das Problem, dass sie zu klein sind, wenn ich durchgegangen bin und mir meinen wunderschönen Kopf gestoßen habe. Das war bisher eigentlich noch nicht so der Fall. Fällt mir jetzt zumindest nichts ein. Es gibt auch noch tausend andere Sachen, die einfach nerven, wenn sie zu klein sind, aber das ist dann nicht unbedingt körperspezifisch. Ich meine, Schuhe, Schuhgrößen, da kann man sich ja einfach die kaufen, die man will. Man geht da nicht irgendwo hin und zieht dann die Schuhe von jemand anderem an. Aber Decken zum Beispiel, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Decken gibt's überall. Man wird sich immer überall irgendwie mit einer Decke zu decken, vor allem wenn man da schlafen will. Und die sind einfach zu kurz. Vor allem, wo ist denn das Problem dabei, die Decke so lang zu haben, dass ein großer Mensch von mir aus 2 Metern kein Problem hat, mit dieser Decke zu schlafen und ein kleiner Mensch von 1,50 Meter ebenfalls, weil dieser kleine Mensch kann ja logischerweise mit der großen Decke genauso viel anfangen wie der große Mensch. Wenn der kleine Mensch nicht komplett zugedeckt werden möchte, okay, dann deckt er sich halt entsprechend auf. Wenn der große Mensch aber komplett zugedeckt werden möchte, dann kann er mit der kleinen Decke einfach nichts anfangen. Versteht das doch endlich mal. Also zu groß ist ja nicht schlimm, weil man kann die Decke ja runterschieben, wenn man möchte. Oder man kann die Decke zur Seite schieben oder man kann die Füße rausstecken, wie man möchte halt. Aber zu klein kann man nicht ändern. Wenn das Salz einmal in der Suppe drin ist, bekommt man es nicht mehr raus. Wenn die Suppe zu wenig Salz hat, kann ich nachsalzen. Gleiches Prinzip, gleiches Prinzip. Verdammt nochmal. Ich bin raus, Jungs, ich bin einfach raus jetzt. Ihr habt alles gehört, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Kleine Sachen sind scheiße, beziehungsweise zu kleine Dinge. Vor allem Decken, zu kleine Decken nerven. Nerven einfach. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. Falls ihr ebenfalls ein Thema habt, wo ihr meint, darüber könnte sich Praxis mal aufregen, dann schreibt es mir in den Kommentaren rein und ich werde mir überlegen, ob ich mich darüber mal aufrege. Ansonsten, bis zur nächsten Woche. Tschüss.